Wie bauen wir bei uns Weißkohl erfolgreich an? Das möchten wir in diesem Video mit euch teilen. Die Voranzucht beginnt bei uns Ende März und dauert locker bis Mitte Mai an. Wir verwenden eine Aussaaterde, also Nährstoffarm und aus unserer Dampfschubkarre. Und der Weißkohl braucht eine Keimtemperatur von ungefähr 15 bis 20 Grad und die Saattiefe, ja, da sind wir hier bei 1 bis 2 cm. Nach der Keimung werden die Pflänzchen bei uns kühler gestellt. Ungefähr 10 bis 15 Grad dürfen sie dann schon haben. Wenn sie ein bisschen größer sind, wird natürlich pikiert, also wie bei den Tomaten auch. Sobald das zweite Blattpaar, das charakteristische, zu sehen ist, wird pikiert. Wir pikieren in größere Förmchen und den Kohl setzen wir dabei auch tiefer. Die nächste Frage ist, in was für eine Erde setzen wir ihn? Entweder setzen wir ihn in Aussaaterde und düngen gegebenenfalls mit einem Flüssigdünger nach. Übrigens in der Infobox haben wir alles verlinkt, was wir ganz gerne benutzen. Oder aber wir benutzen eine gemischte Erde, also halb-halb. Eine Hälfte Aussaaterde, die andere Hälfte eine gute Komposterde. Ein kleiner Tipp, die Voranzucht funktioniert natürlich auch schon ab April draußen. Wenn wir das machen, was wir durchaus tun, dann arbeiten wir mit einem Netz. Denn im April ist schon die Kohlfliege unterwegs und was macht die? Die legt Eier auf den Boden der Pflanzen und die Maden gehen in die Erde und fressen die Wurzeln an. Das wäre viel zu schade um die Arbeit und Kohl braucht sowieso recht lange, bis er überhaupt ins Wachstum kommt und wir irgendwann mal ernten können. Deswegen so Fehler lieber im Vorhinein, ja, vorbeugen. Generell bauen wir den Kohl gerne einfach mit Gemüseschutznetzen an. Schädlinge sind unterwegs, sei es die Kohlfliege oder auch der Kohlweißling, das reicht uns schon. Sieht zwar nicht so idyllisch aus, aber es funktioniert eben. Kommen wir zurück zu unseren Pflänzchen, die wir Ende März ausgesät haben. Die sind pikiert, die sind weiterhin gut gewachsen und jetzt Ende April können wir sie im Freiland auspflanzen. Das Beet wird natürlich vorbereitet für Starkzehrer, also es kommen rein Urgesteinsmehl und dann Kompost oder eben auch Kleedünger. Was wir verwenden, haben wir in der Infobox aufgeführt und wenn ihr euch fragt, wie viel muss denn da rein, die Packungsangaben sind immer ja, einfach strukturiert, gerade bei dem Kleedünger, wie viel muss rein, das ist ganz leicht. Beim Kohlanbau ist nicht nur die Bodenvorbereitung für den Starkzehrer eben sehr wichtig und auch nicht nur der sonnige Standort, sondern auch die Abstände. Der klassische Fehler ist es, die Kohljungpflanzen einfach zu eng zu setzen, weil sie dann noch so klein sind und man sich kaum vorstellen kann, wie riesig die eben noch werden. Also unbedingt auf die Abstände achten. Wir haben einen Reihenabstand von ungefähr 60 cm und einen Pflanzenabstand von tatsächlich 50 cm, ein halber Meter. Die Ernte beginnt dann Ende August und dauert locker bis in den Oktober hinein. Zur Mischkultur noch ein Wort. Wir bauen ihn gerne an mit intensiv duftenden Pflanzen wie zum Beispiel Kräuter, der Thymian oder eben auch mit der Gewürztagetes. Der wächst aber auch gut in Nachbarschaft mit der Freilandtomate oder eben auch mit der roten Beete. Vielleicht noch ein Wort zum Gießen. Also wenn es länger trocken sein sollte oder der Hochsommer besonders trocken ist, dann müssen wir natürlich auch beim Weißkohl schauen und gegebenenfalls mal gießen. Was hilft, ist natürlich zu mulchen und wenn wir das mit Rasenschnitt machen, haben wir einen zusätzlichen Düngeeffekt. Aber wenn der Kohl recht groß wird und die Blätter so groß werden, ja, dann deckt er seinen Boden eigentlich selber ab und hat damit auch so einen Mulcheffekt. Wenn euch unser Weißkohl-Anbau-Video gefällt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Unseren Garten-Gemüse-Kiosk-YouTube-Kanal könnt ihr gerne kostenfrei abonnieren. Jeden Samstag und Sonntag gibt es bei uns ein neues Video. Zum Weiterschauen haben wir verlinkt einmal unsere Playlist Grow Veggies mit vielen Gemüseanbau-Videos und als zweites Video unser Rezept zum Sauerkraut herstellen. Viel Spaß bei euch im Garten mit dem Weißkohl!